bei so vielen neuen Releases und einer generellen Flut an Spielen, Filmen, Serien, Videos und Streams, die man sich anschauen will und muss, sind kleine Perlen aus der Vergangenheit, die man gerne gespielt hat, einfach eine willkommene Abwechslung und eine Auszeit von diesem Struggle, sich die ganze Zeit was Neues raussuchen zu müssen. Wenn's mir mal schlecht geht oder mir mal wieder gerade der Sinn nach Nostalgie steht, gibt es eine Handvoll Spiele, die mir einfach gut tun. Sei es jetzt, weil ich sie schon ewig kenne und man einfach seine Lieblingsstories nochmal erlebt, oder weil das Gameplay einen gerade genug herausfordert, dass einem nicht langweilig wird und das Gehirn beschäftigt ist mit einer Aufgabe, aber auch nicht so heftig herausfordert, dass man keinen Bock mehr hat. In diesem Video stelle ich euch meine Top 5 Feel-Good Comfort Games vor. Spiele, die ich immer mal wieder ausgrabe und auch schon mehrmals auf verschiedenen Plattformen gekauft habe, weil sie einfach solche Klassiker für mich sind, dass ich sie immer zur Verfügung haben will. Let's go! Es war super schwer, sich auf 5 Plätze zu einigen. Und es gibt auch definitiv noch mehr Spiele, die eigentlich auf diese Liste gehören. Aber ich habe einfach mal aus dem Bauchgefühl heraus entschieden, das waren so die ersten, die mir eingefallen sind und die mir direkt so in den Kopf gesprungen sind. Deswegen fand ich die akkurat für diese Liste. Let's go! Nummer 1. Day of the Tentacle. Es geht halt nix über ein gutes altes Point-and-Click-Adventure-Game. Natürlich darf da ein Titel aus der LucasArts-Schmiede nicht fehlen. Hier könnte genauso gut einer der zahlreichen Monkey Island-Teile vertreten sein, aber wenn ich einfach nur zusammenzähle, wie oft ich schon Day of the Tentacle gespielt habe, muss das hier einfach an erster Stelle. Diese meiner Meinung nach perfekte Kombination aus super cartoonigem Look und diesem ganz speziellen Tim Schafer-Humor, verrückte Rätsel, machen das Ding für mich echt schon zum ultimativen Point-and-Click-Adventure-Game, was ich mit meiner Kindheit verbinde. In der Remastered-Version sieht das Ganze dann auch noch super hübsch aus. Ich liebe einfach diese Storyline, die in 3 Zeitepochen gleichzeitig spielt. Und die Zeit rund um die amerikanische Unabhängigkeitserklärung mit George Washington finde ich sowieso super interessant. Also holt mich das Spiel da einfach komplett ab, was das angeht. Die Rätsel sind witzig und kreativ und manchmal echt ein bisschen drüber, was den Schwierigkeitsgrad angeht, aber für mich ist das trotzdem perfekt zum Abschalten und es ist einfach wie eine Massage für mein Gehirn. Platz 2. Final Fantasy 9. Ich kann einfach immer nur schwärmen, wenn es um diesen Final Fantasy Teil geht. Es ist einfach ein so schönes Märchen, unter dem aber eine erwachsene und teilweise auch sehr tragische Geschichte steckt. Das Tolle daran ist, dass man mit dieser Simplizität der Story am Anfang so eingelullt wird und dann nach und nach in diese viel breitere und fundamentalere Geschichte hineingezogen wird, wo so typische Klischee-Charaktere wie der Magier oder der Ritter auf einmal so schöne Charaktereigenschaften und Ebenen bekommen, dass man sich einfach nur in diese Figuren verlieben kann. Die Musik von Nobuo Uematsu macht auch hier wieder so viel richtig. Egal, ob es jetzt treibende Kampfmusik, beruhigende Dorfmelodien, tragische Charakterthemes oder witzige Slapstick-Einlagen sind. Da ist einfach alles dabei. Und das gepaart mit diesem stilisierten Look, der einfach für mich eine wandelnde Hommage an alte Final Fantasy und Japano-Rollenspiele allgemein ist. Klassisches Mittelalter-Setting mit Rittern, Burgen, Schlössern, Drachen, Magie, aber auch alles irgendwie knuffig und kindlich. Aber halt wie gesagt auch super ernst und deep. Was zum Beispiel so ein Vivi im Laufe der Geschichte durchmacht, und wie man mit ihm mitfühlt, ist einfach phänomenal. Und Final Fantasy IX ist wirklich fast jedes Jahr mindestens einmal in irgendeiner Konsole bei mir, weil es einfach wie eine wohltuende Gute-Nacht-Geschichte ist, die einem einen Elternteil vorliest. Ganz, ganz viel Liebe für Final Fantasy IX. Platz 3. Kingdom Hearts 2. Ah, wie könnte eine Liste für meine liebsten Comfort Games denn nur ohne einen Kingdom Hearts Teil auskommen? Aber warum Kingdom Hearts 2 und nicht einer der zahlreichen anderen Titel? Naja, es könnten theoretisch auch ein paar der anderen Titel hier stehen, aber Kingdom Hearts 2 bietet insgesamt einfach das beste Paket all around.
Teil 2 hat die Kinderkrankheiten von Teil 1 ausgebessert, saubere und coolere Animation, super coole Disney-Lizenzen und gerade im Final Mix fantastische Bosskämpfe und eine super flüssige und motivierende Steuerung, mit der es einfach Bock macht, sich durch die Horden an Herzlosen zu boxen. Und dazu kommt noch der Feelgood-Aspekt dieses Spiels für mich, dass die Kingdom Hearts-Spiele einfach eine relativ simple Weltanschauung haben. Nicht falsch verstehen, die Story ist ja mittlerweile berühmt dafür, unnötig kompliziert und unglaublich cheesy zu sein. Aber genau das liebe ich einfach an Kingdom Hearts. Sora ist so ein typisch naiver Anime-Hauptcharakter, der Freundschaft über alles stellt und relativ klar zwischen Gut und Böse unterscheidet. Und die Konflikte in den Disney-Welten gehen meistens nicht tiefer als: Oh, da ist der Bösewicht, halten wir ihn auf. Und ganz im Ernst, ab und zu ist es einfach eine Wohltat für mein Gehirn, so ein klares und einfaches Bild von Gut gegen Böse, Licht gegen Dunkel vor mir zu haben, wenn es in der echten Welt meistens nicht so einfach ist. Und dann in den richtigen Momenten geht Kingdom Hearts 2 dann auch mal tiefer und zerrt einem wirklich am Herz, nicht zuletzt mit der Hilfe der verzaubernden Musik von Yoko Shimomura. Maybe I have it wrong. Might be time to sleep. Ist auch ein Spiel, was gut einmal im Jahr mindestens in der Konsole landet. Und ich lieb's einfach jedes Mal von Anfang bis Ende. Don't suppose you got room for one more. We're in. Platz Nummer 4. Catherine. Dieser seltsame Mix aus Dating Simulator und komplett unikatem Albtraum Puzzle-Gameplay ist immer noch eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Von den gleichen Machern wie auch den Persona-Spielen hat mich Catherine mit seinem Gameplay-Mix einfach komplett abgeholt, da man eben mal was ganz anderes macht. Das Spiel ist relativ klein und kompakt. Es spielt in der Bar Stray Sheep und in den Albträumen von Vincent Brooks, der Nacht für Nacht einen gigantischen Turm aus verschiebbaren Blöcken erklimmen muss, um zu entkommen und zu überleben. Die Begründung dafür ist eingebettet in eine Anime-Storyline um Beziehungen, Betrug, Verrat und seltsame Mordfälle. Das fand ich damals schon innovativ und find's heute noch genauso cool. Das Puzzle-Gameplay macht einfach Laune, da es eine richtig angenehme Lernkurve hat. Die ersten Level sind alle noch relativ easy und nach werden coole Neuerungen dazugepackt, wie zum Beispiel Blöcke, die explodieren, instabile Blöcke, Eisblöcke, Feuerblöcke und so weiter und so weiter. Es trifft auch immer die richtige Balance zwischen den Story-Parts und den Puzzle-Parts. Und durch diese geniale Verpackung kann man es einfach nicht abwarten, bis der nächste Albtraum beginnt und man sich in die Freiheit klettern darf. Durch diesen simplen Mix bleibt Catherine einfach leicht verdaulich und ist eines der Spiele, die ich immer mal wieder einwerfe, um einfach ein wenig zu puzzeln. Die Spieldauer ist nicht zu lange und es macht trotzdem mega viel Bock. Jedes Mal. Love it. Platz Nummer 5. Irgendein Assassin's Creed. Okay. Ich weiß, der Punkt ist vielleicht gerade ein bisschen geschummelt, aber ich sag, wie es ist. Ich bin einfach ein absoluter Gönner, wenn es um Open-World-Spiele abarbeiten geht. Mir hat meine Arbeitskollegin erklärt, wie entspannend Yoga und Meditieren für sie ist. Und als sie das so erklärt hat, was das bei ihr macht, habe ich viele Parallelen zu meinem Zockverhalten entdecken können. Und für mich ist es einfach absolut entspannt, wenn ich ein Spiel mit einer großen Map habe, auf der ich bestimmte Sachen einsammeln kann, kleine und große Aufträge erledige oder einfach ein wenig auf Sightseeing-Tour gehe. Und was gibt's da Besseres als eines der zahlreichen Assassin's Creed Games, die mittlerweile so viele verschiedene geschichtliche Settings abgefrühstückt haben? Zurzeit hole ich Assassin's Creed Spiele nach, die ich nicht gespielt habe oder nicht beendet habe. Und hole sogar ein paar meiner Favoriten nach. Delicious. Sei es jetzt in Black Flag in der Karibik herumsegeln, im alten Ägypten durch die heiße Wüste reiten, London zur Zeit der industriellen Revolution erleben oder eben im aktuellen Valhalla Norwegen und England im Mittelalter erkunden. Auch wenn das schnell in unsägliche Arbeit abdriften kann und dann keinen Spaß mehr macht. Aber wenn ich einfach mal nicht groß nachdenken will und mein Gehirn mit ein paar kleinen Aufgaben beschäftigen will, gibt's für mich fast nichts Besseres. Ich habe eine gut ausgerüstete Hauptfigur, eine große Map mit vielen kleinen und großen Aufgaben und leg einfach los. Wie raffiniert. Meistens mache ich mir dann einfach noch eine Serie oder einen Podcast irgendwie auf einem Second Screen an und lass mich dann einfach berieseln.
Das ist einfach so entspannend für mich. Ich kann das gar nicht beschreiben. Vielleicht ist es eben dieses stupide Abarbeiten von kleinen Tasks. Es fühlt sich gut an, einen Punkt auf der Map zu erreichen, eine Kiste zu plündern, ein Collectible einzusammeln, eine Nebenaufgabe abzuschließen, eine kleine Belohnung dafür zu bekommen. Es ist gerade so fordernd genug, dass man wirklich dafür arbeiten muss, aber eben nicht schwer genug, dass man vor große Probleme gestellt wird. Wenn das Ganze dann auch noch visuell beeindruckt, ist es für mich einfach ein perfektes kleines Paket an Unterhaltung. Manche Leute puzzeln gerne oder bauen Lego. Ich persönlich arbeite einfach gerne Open-World-Maps ab. Es entspannt und macht mir Spaß. Gib mir, Ubisoft. Gib mir. Deine Rätsel waren eine willkommene Abwechslung. Und das waren auch schon meine Top 5 Comfort Feel Good Games. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch gerne ein Like und schreibt mir in die Kommentare, was eure Comfort- und Feel Good Games sind, die ihr so zockt, wenn ihr einfach mal wieder ein bisschen entspannen wollt. Wenn ihr möchtet, schaut doch gerne mal auf meinem neuen Twitch-Kanal vorbei, twitch.tv/daheimbleiber. Da werde ich in Zukunft ab und zu mal wieder ein bisschen was streamen und ein paar Aufnahmen für meinen Kanal machen, die ich dann hier auf Busy Tommy ein bisschen weiterverarbeite. Vielen Dank fürs Dabeisein, liked das Video, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht habt, und dann sehen wir uns gerne mal in einem anderen Video. Macht's gut und bis bald. Ciao.